Bild für Partycase vor sich sein schalten. Willkommen back to Zedis. Wir wollten ja hier. Siambus. Siambus. Das Water ist auch dabei. Ja, der Water ist auch dabei, stimmt. Ja. Kannst du nur laufen, oder? Hä? Ja, ja. Mit Wasser kannst du laufen, oder? Genau, ja. Ohne Water wäre Siampi schwierig. Stimmt. Wir waren ja hier bei der. Ist das dieselbe Farbe? Das hier ist was anderes. Jetzt haben wir Masken. Was ist das? Research completed. Gas mask and filter unlocked. Mycelia fabric is highly absorbent, making it more effective at toxic gas filtration than the standard issue Pioneer helmet. A pleasant pine scent is included. Gas filters require regular replacement for optimal safety. So, das heißt, ich brauche 150 Gewebe. Okay. Ja, das wollte ich nicht. Diese Lampe ist wirklich schon lichten. Bitte? Was? Der macht das schon. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, was habe ich da für eine Egge genommen? Okay. Das ist ja nicht so. Siampi, wo bist du eigentlich? Ich stehe am jetzt und runter. Ich komme mal ganz wieder hinter, oder wir machen jetzt für die Fabrik fertig. Strom, ja. Ne, genau hier das Kasten. Also du machst, ich schau zu, okay. Hol die Peitsche raus. Ja, genau. So. Wo ist er denn? Ich hab mir Geschenke fehlen, wenn er will. Oh, shit. Boah. Hat sich ausgesiampelt. Mal gucken, wo ist er? Wo ist er? Da hinten auf dem Dach steht er, ich sehe ihn. Hier, fress das! Kommt's an? Ne, ich glaube nicht. Bisschen kurz. Nee, fast. Ah. Wo ist Warner? Hier ganz hinten. Lass mal, spring mal. Mach ich. Okay. Guck mal, ob's ankommt. Nee, jetzt geht's für Job auf, keine Chance. Also in dem Fall würde ich erstmal das Dach da bauen, oder? Und nachts wird das dann geskinnt. Okay. Ja. Okay. Wo ist das da? Ach, hier. Weil ich hätte mich fast vorgeschlagen, wir einfach nochmal zu übergehen. Guck mal. So. Warte, ich bin gerade in der Fabrik. Ich sehe es nicht, weil ich ganz vorne am Gang bin. Okay. Dann warte ich. Oh, das sieht ja scheußlich aus. Ja, komm mal gerade hoch. Aus da. Also, du bist. Warte, ich muss da so einen Sprung-Dings machen. Willst du? Du slidest und aus den Slappen raus dann springen und kannst viel höher springen. Das ist ein Problem. Ich kann auch einfach hier hochklettern. Joa, aber ich würde mir das angewöhnen, das zu üben. Sliden und dann hüpfen aus dem Slidehaus und nicht so extrem hoch. So, und was wolltest du jetzt? Du wolltest das jetzt weiter so hochschieben, oder? Ich hätte jetzt einen noch hochgemacht und dann abgebracht, oder? Weil dann dürfte ich mir über die Schornstein mehr gerne rausgucken. Ja. Warte mal, ich muss ja erstmal gucken, dass ich das hier hochkriege. Das wird sich perfekt ausgehen mit dem Zaun runter. Da klippt nichts mehr. Ja, aber das Problem haben wir dann hier vorne.
Ich hätte hier eine Kante reingemacht. Ja, guck mal, das Problem ist ja, dass sich das da dann nicht ausgeht, hier an dem, an der Ecke. Mein... das geht gar nicht. Das verstehe ich ganz normal, mal, dann guck ich doch mal. Ja, warte. Ja, das ist auch nicht weg. Eigentlich... Ach nee, das geht auch nicht. Oh, ich will hier. Nee, das passt schon. Ja, jetzt will ich den Boden oder den Fitzel weghauen. Das ist bodenlos. Ja. Ich versuche da irgendwie. Dran zu snappen. So, in der Kiste liegen schon mal Gasmasken für euch. Ja, gut, das ist wunderbar. Und ein paar Filter, die. Da muss ich noch mehr Zeug besorgen. So hier. Und da oben. Ich muss gucken, ob wir irgendwas in diese Richtung haben. Ja, hätten wir tatsächlich. Alles. Ich muss nur noch mal da hoch. Research completed. AI limiter recipe unlocked. New Caterium research available. Wenn wir das so machen, Party, das wird doch gehen, oder? Nee, geht's nicht, weil wie sollen wir dann jemals irgendwie in die Mitte kommen? This applies a moderate electric charge to the target, capable of stunning small creatures and moderately delaying larger ones. This is quite atomically exciting. Ich mach mal einen Absatz. That was a physics. Und wie machen wir dann da oben weiter? Da können wir jetzt ein normales Dach aufsetzen, so wie du das gerne dir vorstellst. Warte, aber wieso meinst du, dass wir dann damit nicht hinbekommen, wo welche hätte? Ja, dass sich das dann nicht ausgeht zusammen. Also jetzt hast du ja eine normale Ebene mit normaler Länge. Mhm. Jetzt kannst du da ganz normal ein Dach aufbauen. Und das Vordach, was da ist, das Design. Ach so, meinst du, ach, weil du gerne drüben oben parallel hättest. Mhm. Okay. Also hätte ich nicht gern, aber es war halt je nachdem, was du da draus jetzt machst. Nö, ja, alles gut. Lässt mich aber jetzt nicht in die Richtung bezüglich, den ich scannet. Ja, das ist manchmal so ein bisschen tricky. Anders folgt sich mal wieder. Leck mich am Siam. Ich hab gerade gegessen. Das ist auch noch drin. Oh! Also ich hab Placement, ich muss nur irgendwie hinkriegen, dass ich da nicht gleichzeitig drin stehe. Mhm. Kann man nicht irgendwo? Hab ihn endlich. Ja gut, hier hinten könnte man eine Leiter hinbauen. Thank you.
Kreis jetzt gemacht, Buddy. Ja. Mal schauen, ob das lang. Das ist dein Gebäude, ne? Ich würde jetzt da nicht. Achso. Ja, ich würde es auch nicht ganz gut machen. Nee, das möchte kein Schuss. Ist das hier oben flach da? Das ist ein Pflaster, ja. Soll ich nicht fallen? Doch, weil guck mal. Wir könnten ganz oben halt Glas reinmachen. Also ich würde es an den Seiten nicht machen, aber. Das darf aber richtig orientieren. Genau, das in der Mitte dieser großen Stein. Längst wie? Darf ich ganz kurz? Ich kann auch schnell hier. Wie mein Skin drauf? Wenn du im Baumhimmel bist, Customizer. Da hast du es sehen. Ah, ja. Und den Rest würde ich halt Teardach machen. Sehr cool. Ach, doch schon. Aber jemand schneller als ich. Oh mein, schade, dass man diese. Nee, voll. Mutter? Nee, das war nichts Wichtiges. Nein, ich hab keine. Hast du noch zwei Eisenstangen? Ist ja das? Stangen? Ja, Eisenstangen. Ja. Die bräuchte ich. Also kannst du hier hinten mal so ein Gelände platzieren, noch ganz am Ende? Kann ich. Moin, ich würde das einfach machen. Ich werde ja wahrscheinlich sehen, wo es fehlt. Ja, dann mach ich das. Ja, ganz, ganz am Ende. Hier fehlen auch welche. Hä? Was war da der Water? Hier sind Water? Auch Lücken. Das Party? Ich bin runtergefahren. Ach nee. Hallo. Aber genau das hatte ich gemeint. Und das sind sogar zwei Lücken, ja. Also Die Leute kommen einfach der Arbeit nicht nach. Ja. Unglaublich ist das ehrlich gesagt. Ich mein, fehlt noch ein Dach, ne? Das fehlt auch eine Wand, ja. Warte, was habt ihr eben gesagt? Ja. Irgendwer hat immer irgendwas über mich gesagt. Ja, immer dieser Water. Du hast da gleich was am Kopf kleben. Oh, er hat jetzt Sprengstoff. Er ist mordsgefährlich. Ich will eigentlich hier diese normale graue Farbe. Nein. Ups, und weg. Vom Dach runtergehauen. Aber das ist das Problem bei dem Sprung, wenn man den macht und da nicht den Platz hat, dann. Ja. Kann man irgendwie Farben kopieren, wenn man sie anguckt? Schiff P oder so? Hm. Stimmt. Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Also so viel Farbauswahl haben wir ja nicht. Doch, du kannst selber auch Farbe machen. Tatsächlich. Mach mal die Dachfärbung, die Wände machst du, Party, oder? Dass die Wände, das stimmt? Ja, ich arbeite dran. Okay. Die Wände, genau, das ist das Wort. Großartig. Die Wände. Ist wahrscheinlich Österreich oder so, keine Ahnung. Ja, fast den Satz. Ja, also es klingt so Wände, das ist tatsächlich sehr österreichisch, finde ich. Wir, als wir jetzt einkaufen waren, ich bin immer wieder erstaunt. Es gibt hier mehr österreichische Sachen als in Österreich. Also gerade bei der, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich hier Wiesbauer die Wurst. Ja, schon. Und gibt's ja in Österreich auch. Aber hier hast du ja eine Auswahl, das ist ja abartig. Und die ganzen geilen Sachen hat's bei uns nicht gegeben. Das ist was. Nach Deutschland gezogen, um österreichisches Zeug zu essen. Ja, nee, das jetzt nicht, aber der ist. Also der Aufschnitt ist teilweise echt voll geil. Ah, Silica. Ist Silica nicht ein Quarzprodukt? Silica kann sein, ja. Das ist natürlich blöd, wenn wir das Glas überbauen. Ich glaube, wir müssen mal langsam Quarz legen. Wie viel brauchst du? 100.
nämlich ein bisschen Quarz gefunden, diese einzelnen Brocken. Aber ich meine, wir haben ja so viel Glas hier schon da, ne? Das ist der Ab. Hast du noch was rumfliegen? Was, Glas? Ja. Ja. Oh, Quarz. Ich habe einen Haufen Glas einschieben. Ah, perfekt. Na dann auf geht's. Dann hast du da bitte uns da rein. Ja, ich habe keinen Sticker. Ich färbe hier nur noch die Sachen. Ich würde vorschlagen, dass wenn wir jetzt gleich uns um die Fahrzeuglogistik kümmern, dass einer einfach irgendwas Ding bauen geht, was dann. Wir müssen ja nicht unbedingt eine Autobahn dahinter bauen, aber dass halt ein Traktor fährt, der uns den Silica bringt. Ein bisschen Quarz. Einfach damit wir das nicht mehr limitieren. Okay. Hätte ich jetzt vorgeschlagen. Könnt ihr Water machen. Ja. Was war der? Soll Quarz holen? Nee, so mit dem das Automoped soll automatisch Quarz holen und aufnehmen. Würde mich ja ehrlich gesagt auch interessieren, wie es funktioniert, dass ich mit einem Menschen mitkomme. Ja, also ich würde es auch gerne wissen, wie es geht. Aber können ja einfach schon alle. Können wir schon. Die LKWs kann man noch nicht bauen, aber nur den Traktor. LKW-Station brauchen wir auf jeden Fall. Die muss dann auch immer versorgt werden. So. Nein! Ich hätte das Quarz irgendwas direkt östlich von passieren. Ja, ich habe alle markiert. Wir müssen halt gucken, ob welcher Hügel das ist. Ne? Ah, stimmt. Scheiße, das sind die Wasserfälle, ne? Das könnte sein. Also bei anderen Quarz, das ist ja der Hügel, da drin kommen wir dran. Und das ist blöd weit weg. So, wo wollen wir die Station denn hinbauen? Wir brauchen zwei Stationen und wir brauchen da hinten den Energie, ne? Ja, genau. Das ist das erste Problem. Ich meine, wir können natürlich auch schon Energiemasten legen. Da sind wir dann recht schnell gut. Was können wir? Die großen Energiemasten mitnehmen. Ja, das können wir machen. Dann schnappe ich mal ein paar Sachen, dass ich da hinten schon was aufbauen kann. Dann nehme ich quasi eine LKW-Station Material mit. Produktion. Wollen wir es denn hier verarbeiten und das Rohmaterial mitnehmen, oder? Das Rohmaterial mit dem sinnvollsten, oder? Ich meine doch halt, wo wir gerade sind, wahrscheinlich ist das passiert. Nee, wir brauchen ja unterschiedliches, also wir bringen einfach Rohquarz rüber, ehrlich gesagt. Okay. Ah, hast du noch Stangen? Ich bin aber nicht da. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Nein, so ist noch nicht eine Sekunde, ich komme gerade darüber geflogen. Stahl, Beton, Kupfer. Stahlbeton haben wir ja noch nicht hergestellt, oder? Nee, nicht Stahlbeton, sondern Stahl, Komma. Nee, ich brauche. Ach, ja. Oder könnte. Ich habe noch einen. Dann muss MK1 erstmal ausreichen. So. Dann brauche ich noch. Brauchen für den MK2, weil ich kann mitnehmen. Alles. Ja, nee, Stahl, Beton haben wir keinen. Also Brick können wir noch nicht bauen. Doch, hab aber auch Stein dabei. Du hast Stahlbeton dabei? Ja, mit 12 Meter Tag. Ich komme gleich rüber dann. Aber du kannst ja Platz halten, mal einen da hinsetzen, dass wir mal die Rohrholz machen können. Ja, theoretisch müsste MK1 auch rausreichen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich meine, wenn wir gerade da sind, dann brauchen wir keine halben Dinger machen. Ja, später bauen wir dann da hinten rum, wenn wir Zug haben bestimmt. Ja. Das schon. Ja, nein. So, da sind normale. Tempt rein. Da ist auf jeden Fall ein Reiner dabei. Ein Reiner? Der sieht aber hoch aus. Hochgelegen, das ist blöd. Da ist auch ein Reiner. Wo liegt der? Der könnte passen. Dann würde da oben ganz gut passen vielleicht. Muss ich mal gucken. Ja, haben wir das auch schon sein, aber das eine jetzt schon fertig, das wäre ja nicht interessant. Hypertubes, nice. Stimmt, wozu Autobahn, ne? Obwohl wir müssen, weil wenn wir ein bisschen was mit LKWs transportieren wollen oder so,
Müssen wir gucken, wie wir den schließen. Weil ich hier in dem Hauptgebiet mal Autobahnen schon Platz lassen, dass wir auf der gleichen Ding jetzt Strecke lassen. Weil ich würde ja grundsätzlich Zugautobahnen vorschicken. Ja. Ja, auch. Bist du jetzt hier und hast Stahltubes? Also hier die Rohre? Das ist ich. Nee. Den sie haben. Was sollst du von mir? Ja, okay, dann nicht. Dann hol ich es mir jetzt. Weil ich bin nicht, ich bin unterwegs. Ich könnte jetzt laufen kommen. Sind sie laufe. Ich habe gerade wieder vergessen, was du von mir brauchst. Mhm. Ich vergesse mich auch nicht. So. Ja, er hat halt ein Gedächtnis wie ein Fisch, ne? Wie ein Goldfisch, ja. Goldfisch. Ja. Jetzt uns wieder da draußen drin, wenn er erst am Laufblasen. Ich weiß echt nicht, was der vielleicht von dem Boden an Laub da blasen möchte, aber gut. Ja, wir hatten da gerade ein Tier runtergeschmissen. Ich nicht. Ich nicht. Hä? Ist das von alleine runtergefallen? Was zur Hölle? Vom Himmel gefallen. Irgendwo müssen doch hier Stahlrohre gemacht werden, kann das sein? Ja. Also nicht Stahlrohre, hier diese ganz normalen komischen Rohre halt. Ja, Eisenrohre. Eisenrohre, ja. Ja, auch ganz vorne. Erster Container könnten noch welche drin sein. Alles ganz vorne. Ich habe auch noch welche dabei, aber ich glaube, da sind noch mehr drin. Also da waren vorher 600 oder so drin, als ich gemacht habe. Welcher erste Container? Du meinst beim Forschungsding, also hier beim großen Ding. Unser großen Kraftwerk, das ist der Container. Quasi das mittlere Gebäude von den dreien. Ja, der hier. Das ist was drin. Dann, ja, warte. Siamkos? Ah ja. Der hier. Danke. Sehr gerne. Wo ist Water? Da ist Water. Oh, hier ist eine Höhle, okay. Mit Spinnies ohne Ende, okay. Bist du schon wieder auf Expedition, oder? Ja, zu dem Quarz. Achso. Erz. Roherz. Ja. Ach, stimmt, Gasmaske. Jeder vergessen. Wo liegt die? In einer der Kisten plus ein paar Filter, aber ich bin noch nicht zu mehr gekommen, mehr zu machen. Ach, verbraucht die aktiv Filter, oder ich weiß nicht. Wenn du in einem Gasgebiet bist, verbraucht er automatisch in die Filter. Könnte man da gleich zusammen hin? Mal, also ich wollte jetzt noch die letzten drei Geländer an dem Kraftwerk machen, dann wäre ich damit nämlich fertig. Achso, ja, wir können setzt aber dann erstmal die LKW-Dings der Bumster dahin, wo ihr diese hin haben möchtet, oben. Bei einer Base. Ja, war jetzt bei uns hier oder bei dir? Bei euch. Bei uns, bei mir können wir dann sitzen, dann fahre ich hier noch ein bisschen mit Lithium und alles. Bis ihr da seid. Was ist das Ding? Oh, das ist ein Messer. Ey, wir haben auch jetzt echt ausgerüstet, weil ich nicht so lange dann, weil der so lange im Arbeiten ist. Es geht auch die Schrauben aus. Bugstation. Also wir müssen da ein bisschen größeres bauen. Wo bist du gerade dran, Patrick? Ich habe jetzt Kraftwerk ist jetzt fertig. Okay. Also Licht ist halt keins drin, aber das ist ein Nachschuss. Dann kurz mal erklären, wo wir das alles hin. Die Backstation. Weil das müssen wir jetzt auch erklären, nicht sagen. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Oh, weil wir sind halt nicht der Gegner, sondern zu. Da. Moin. Moin. Ja, also Zug ist. Ich hätte gesagt, irgendwo hier unten, da wo ich jetzt gerade bin. Dass wir hier die Truckstation aufstellen und dann den Zug da oben am Berg. Den Zug hätte ich gar nicht am Berg gemacht, sondern hier zwischendrin. Oh, stimmt. Ja, ja, nee, ja, das müsste sich nämlich ausgehen. Müssen wir die Schienen da hoch, dann kommen wir drum rum und dann können wir, weil die mit den Autos haben ein bisschen mehr Freiheit für den Schienen. Ja. Weil hätte ich hier gemacht, ziehen wir hier eine Foundation hoch, am besten eine, die ans Wirbelt passt. Ja. Warte kurz. An welches Grid? Warte kurz. Nicht, dass ich hier Schwachsinn erzähle. Google ist schon mal ganz schnell, dass es schon ist, was ich denke. Anschlussmodus, ja, das stimmt schon. Zu Global Grid, Hold Control Placing. Ja. Steht ja auch. Geht auch ohne Probleme. Genau, okay, ja. Aber wenn dann an das Grid hier, oder? Nee, ich hätte gedacht, ans Weltgrid, weil das Weltgrid ist immer überall gleich und dann passen wir aneinander die Straßen. Sonst müssen wir von hier aus alle Straßen bauen, wenn nicht woanders anfangen. Was ist das Weltgrid?
das Satisfactory ist ja auch in so einem Grid unterteilt, theoretisch. Und wenn du das, wenn du nichts analysierst und da dann Steuerung drückst, dann ist das an jeder Ecke gleich. Und dann kannst du zwei Stellen losbauen und dann sind die nicht alle umgedreht. Okay. Ich glaube, das ist eh hier, aber wir müssen mal fast einfach mal nichts anderes zur Steuerung drückst, dann ist es quasi da drüben. Ja. Wenn du guckst. Passt. Ich glaube, das ist sogar genau das, ehrlich gesagt. Das sieht sogar sehr gut aus. Und dann kannst du das auch da anbauen, oder? Eigentlich, ja. War das? Nee, nicht genutzt. Nee, guck mal. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir es nicht da anbauen wollen. Also müssen wir eigentlich nicht. So. Ne? Wollen wir so machen? Eigentlich passt das. Ich glaube, das ist okay. Ja, gut, da kann man ja noch was dazwischen klöppeln. Genau, weil dann hätte ich lieber das sicher an das gepasst, weil wenn dann Wort da drüben anfängt mit der Straße oder so, oder Bruch war mal später, dann ist es lieber so gemacht. Oh, jetzt haben wir ja einen ins Nirgendwo gebaut. Ist auch nicht schlecht. Okay, müssen wir, glaube ich, den hier mal schnell bauen. Was wird hier produziert? Oh, nix. Ah, ne. Ja. Okay. Nicht mehr. Irgendwer hat es dazwischen aufgebaut, aber... Fixit reminds you to drive vehicles accurately through a truck station's dock area while recording a path. This ensures it will connect properly once everything is automated. The truck station can be set to load or unload, and can also refuel vehicles. Ooh. Unlike some pioneers, truck stations care about saving humanity. Das ist alles Asphalt hier, der Skin, oder? Das ist Asphalt, ne? Ja. Das will ich aber dann nicht machen, sondern ich würde hier hinten, dass es Beton machen, da wo nicht gefahren, dann sieht es ein bisschen okay. Aus. So, hätte ich auch noch. Gerne. Wenn das ist ja auch nur die Straßen. Ja. Das ist ja auch richtig nur die Straßen in Asphalt. Ja. Eigentlich gibt es noch eine Sache, die ich kaufen müsste. Die bräuchten wir jetzt tatsächlich sogar. Mhm. Schauen wir mal. Die wäre. Mittelspurstreifen. Der wäre auch super, aber. Nee, warte mal, wo waren wir das jetzt? Wo ist das eigentlich? Was ist da? Ach, wir brauchen einmal Stoff, damit wir Stoff erforschen können. Oh ja, die kann ich sogar kaufen. Und ich sehe, wir könnten Experimental Power Generation machen, sobald wir Ulfo einmal mitnehmen. Yay. Fuck, was kommt dann da? Genau. Können wir nochmal rausfinden. Hast du gekauft, Paddy? Das was ich kaufte, habe ich gekauft. Oh. Ich dachte mir, wenn wir es machen, dann richtig, ne? Ja, ich gucke mal schnell mein Auto dahin zurück. Beziehungsweise hier könnte man ja echt einen Parkplatz noch machen. Oh, Radioaktivität, okay. Blaue Schnecke habe ich gesehen. Du Snaggy, wo bist du? Da, da ist er, da ist er. Ist mein Auto da? Machen wir das jetzt eigentlich mit der Biomasse. Wir können jetzt eng, soweit wir brauchen, aktiv. Was meinst du, wir brauchen sie? Ja, für die Autos, oder? Oder du kannst Kohle rankacheln. Kohle, ach, okay. Na dann. Na dann. Na dann. Ich glaube, das wird schneller verbraucht, aber ist, solange sie hier ankommen und zurück, ist egal. Ja. So, ich mache jetzt mal dieses. Ja,
hier, wir haben die Treppe jetzt. Muss ich euch abholen? Mhm. Wenn du so fragst, ja. Hui! Ups. Wenn das mal nicht eine nice Idee ist. Siampus. Ich sofort. Siampus, nein. Siampus ist auch auf Tour. Darf auch schnell gehen. Ich bin bereits seit 4 Stunden. Stimmt ja gar nicht. Ich hab's ja nur laufen lassen. Boah, irgendein Wahnsinniger ist hier auf dem Weg. Ich ja. Guck mal, Water. Ja, sieht doch ganz nice aus. Ja, ja, aber der Clou, der ist jetzt versteckt. Du musst immer aus deinem Moped-Auto aussteigen. Alter, wer hupt hier wie so ein Bescheuerter? Straßenraulis. Warte, guck mal. Oh, Treppchen. Mhm. Oh, das Gehupe. Hier hupt doch gar keiner. Doch. Nee. Das Auto hupt die ganze Zeit. Echt? Ja. Auf dem Stein. Steig mal bitte ein. Nö. What the fuck? Bitte fahr dieses Auto weg. Aber das... Also, keine Ahnung, ist bei mir vielleicht ein Bug, aber... warte mal. Wir können... Oh ja,